Ah, Jesus greift an! Ah! Nächster Tag, Jan Dirk macht Kaffee. Genau, hallo, herzlich willkommen zurück zum Donuts Adventskalender. Es ist der 12.12. Ihr seht, Jan Dirk fehlt gerade. Jan Dirk, stehst du in der Küche, macht Kaffee? Er kommt. Ach nee, der kommt doch schon. Nee. Ingo macht irgendeinen anderen Kram. Nee, ich guck mir gerade den 12.12., also den Adventskalender. Das, was hier aufgenommen wird, gucke ich mir zeitgleich hier an. Ah, und wie ist so? Ich finde, du siehst ganz gut aus. Heute rutscht schon wieder aus dem Bild raus gerade. Heute gibt's wieder was zu gewinnen aus unserem Merch-Shop. Und diesmal zwar nämlich was ganz Besonderes. Diese T-Shirts hier, da erklären wir euch gleich was zu. Hier, so, die sind ganz streng limitiert. Die gibt es beide zu gewinnen, einmal Mann, einmal Frau. Die sind in einer Kooperation entstanden mit Greenality. Und wir verkaufen die in unserem Merch-Shop zum guten Zweck für Viva Con Agua. Das bitte gleich irgendwann erklärt, was Viva Con Agua ist. Diese Shirts sind Fairtrade, Bio. Das heißt, Bio-Fairtrade runter. Bio-Stoff und. Wie gesagt, streng limitiert. Guckt mal im Shop vorbei. Ihr könnt die heute gewinnen, indem ihr schreibt bei Facebook oder an adventskalender@donuts.com. Die Frage ist, wer macht gerade Kaffee? Die Frage ist, wer macht gerade Kaffee, genau. Ihr könnt alternativ aber auch beantworten, an wen wird die Kohle gespendet? Ingo, erklär mal. Ja, ich muss mich jetzt gerade noch mal ganz kurz einhaken und sagen, das sieht wirklich auch hier auf meinem Monitor sehr, sehr gut aus, diese Shirts. Ja. Viva con Agua. Was steckt Viva con Agua, meine Damen und Herren. Habt ihr ganz bestimmt schon auf diversen Festivals gesehen. Da laufen immer Leute rum, die große Flaggen wehen und die ja, so eine Art Müllsack mit sich rumschleppen, einen riesengroßen. Und da können Pfandspenden abgegeben werden. Man kennt das ja, auf Festivals gibt es immer diese Pfandbecher. Man trinkt sich gerne um den Verstand und irgendwann sagt man, scheiß drauf und schmeißt sie einfach über die Schulter. Das könnt ihr aber auch anders haben. Ihr könnt damit nämlich noch wirklich gute Sachen unterstützen. Viva con Agua macht das. Man schmeißt also den Becher bei denen in diesen Müllsack rein und spendet also diesen 1 Euro Becherpfand oder wie viel es halt immer auf den Festivals sind. Das Ganze geht dann zum Beispiel nach Mosambik, wo Brunnen gebaut werden und gutes Wasser zutage gefördert wird. Und das kann man natürlich nur unterstützen. Also seid auch da gerne immer dabei. Bevor ihr also den Becher wegschmeißt, holt euch entweder ein neues Bier oder spendet Viva con Agua. Macht besser Letzteres. Genau, das geht halt wie gesagt auch über diese T-Shirts. 2 gibt es heute zu gewinnen. Wer wird damit unterstützt, schreiben an Adventskalender@donuts.com oder bei Facebook. Dann mache ich jetzt direkt. Und schon könnt ihr sowas gewinnen. Morgen geht's weiter am 13.12. mit dem Rückblick auf den Juli 2010. Dann ist irgendwie im Arsch oder sonst geht's. Und der Nick kommt passend dafür hier mit dem Kaffee rein. Und kommt gleich noch immer die da. Antwort lautet: Matthias Reim macht Kaffee.